In der Notaufnahme wird Assistenzarzt Frederik Seehauser von der zweifachen Mutter Karen Weber gebraucht. Die Alleinerziehende ist aus heiterem Himmel beim Putzen zusammengebrochen und hat sich die Stirn und den Arm verletzt. Frau Weber, ja. Können Sie mir erzählen, was ungefähr passiert ist? Ja, ich habe halt die Wohnung geputzt und wollte klar Schiff machen und Essen kochen. Und dann war mir auf einmal so schwindelig und dann bin ich umgekippt. Mhm. Und dann war ich gerade im Bad und wie gesagt, ich wollte halt mit dem neuen Putzmittel die Wohnung halt tippitoppi putzen und alles wieder schön haben. Und auf einmal war mir so schwindelig und dann bin ich umgekippt. Mhm. Vom Rettungsteam wurde uns Frau Weber übergeben. Sie ist gestürzt, während sie ihr Bad gereinigt hat. Begleitet wurde sie von ihren beiden Kindern, Pia Weber und Leon Weber. Pia Weber fand ihre Mutter auch auf. Ja, der erste Verdacht war, dass sie eventuell beim Putzen zu nah mit den Chemikalien zu tun hatte und es da zu einem Inhalationstrauma kam, beziehungsweise durch die Chemikalien Dämpfe verursacht worden sind, die dann Schwindelgefühle ausgelöst haben. Pia, du hast gesagt, du hast die Mama gefunden. Ja, genau. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich wollte direkt zur Arbeit gehen und dann auf einmal habe ich einen Knall gehört und ich habe direkt natürlich einen Schock. Bin direkt hingerannt und dann lag halt meine Mutter dort. Und ich hab Leon war richtig, oder? Ja. Bleibst du bitte bei uns? Da sind ganz wichtige Sachen drin von anderen Patienten, die darf man nicht so liegen. Frau Weber, ganz kurz für mich. Also ich sehe ja eine Narbe, Schilddrüse ist draußen, ansonsten irgendwelche Vorerkrankungen, gar nichts. Tabletteneinnahme. Nein, ich habe auch nichts genommen. Drogen und Alkohol heute Morgen gefrühstückt? Nein, auch nicht, ne? Überhaupt nicht, nein. Okay. Ich bin auch ganz gesund. Versuchen wir mal zu bewegen. Sie geben einfach nur Schmerzen an beim Bewegen. Ja, so ein bisschen Schmerzen sind es natürlich, ja, aber das ist ja klar. Leon, willst du mal mitmachen hier bei der Untersuchung bei deiner Mama? Genau, komm mal zu uns. Ja, guck jetzt einmal zu, was okay. Die Mama ist. Ne? Anna, wir brauchen auf jeden Fall für die Radiologie einen radiologischen Abgleich vom Ellbogen in zwei Ebenen am besten, okay. Frakturausschluss. Ruf ich mal eben an. Frau Weber, ganz schnell für mich einfach nur, gerade wenn man auf den Kopf gefallen ist und eine Beule hat, da müssen wir immer davon ausgehen, dass eine Gehirnerschütterung einhergeht. Kurz eine kleine Untersuchung. Machen Sie bitte einmal die Augen zu. Der kleine Leon verschwindet derweil klammheimlich. Er wird das Klinikpersonal noch ganz schön auf Trab halten. Frederik Seehausers Fokus liegt aber erstmal auf der Patientin. Noch kann der Arzt nicht absehen, dass es eine Verbindung zwischen dem Sturz der Mutter und Leons Unruhe gibt. Frau Weber, wir werden Sie höchstwahrscheinlich stationär aufnehmen müssen. Die Mama müsste hier bleiben für 24 Stunden. Ja, ich muss aber gleich zur Arbeit. Also ich glaube, es ist besser, wenn du einfach mal hier bleibst. Ja. Ich muss so viel Stress im Moment. Ich bleib einfach mal wirklich hier. Ich glaube, es ist das Beste. Ich brauch den Job. Ich bin noch in der Probezeit. Mhm. Aber Frau Weber, bei einer Gehirnerschütterung, Sie werden ja krankgeschrieben. Das ist ja was anderes. Ja? Die Symptome können ja auch versetzt auftreten. Das heißt, auch in mehreren Stunden können Sie sich auch im Übelkeit klagen, sich übergeben. Und dann ändert sich die ganze Situation dramatisch, weil da müssten wir auch ein CT machen und gucken, ob wir nicht doch Blutung im Kopfbereich haben. Ja, aber so weit geht es mir ja schon gut. Ich hatte halt ein bisschen Stress, das ist halt der Stress. Leon? Wo ist denn der Leon? Wo ist denn der Leon jetzt hier? Der war doch gerade noch hier. Gut, der wird wahrscheinlich draußen gehen. Ich gehe mal gucken. Ja, bitte. Mal, ne? Bitte. Ich gucke mal, ob der draußen ist. Ja. Als Frau Weber auf einmal nach der Untersuchung fragte, wo ihr Sohn ist, da muss ich ehrlich gestehen, den hatte ich überhaupt nicht mehr im Blick. Vorher ist mir schon zwar aufgefallen, dass er zwei, dreimal im Schockraum umherstreifte, aber als er gar nicht mehr da war, das ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Ich war aber auch ehrlich gesagt mehr damit beschäftigt, zu ergründen, was Frau Weber fehlt, beziehungsweise war ziemlich vertieft in die Anamnese und in die Diagnostik. Nein, ich habe Ihren Sohn jetzt nicht gesehen. Vielleicht ist er auch zur Toilette oder so. Aber ich habe meinen Kollegen jetzt vorne Bescheid gesagt. Sobald die ihn irgendwie sehen, dann sagen die Bescheid. Die suchen jetzt auch. Ne? Also die gucken jetzt auch nach. Mhm. Ja. Ich sag, vielleicht ist er auch nur zur Toilette gegangen. Frau Weber, wir machen jetzt folgendermaßen. Die Schwester Anna organisiert ihr Zimmer bei Ihnen hier bei uns auf der inneren Station. Sie müssen auf jeden Fall das auskurieren für 24 Stunden. Ich muss zur Arbeit. Frau Weber, also daran führt wirklich kein Weg vorbei. Also ich denke, zum einen das Röntgen und zum anderen die stationäre Aufnahme ist wirklich am besten für Sie. Frederik, kannst du mal kurz nach vorne kommen? Da ist ein kleiner Junge, der hat sich irgendwie verletzt an der Hand. Okay, ich komme mal. Leon, ist das der Leon? Bei dem Verletzten handelt es sich tatsächlich um Sohnemann Leon. Frederik Seehauser vermutet, dass mit dem Jungen irgendetwas nicht stimmt. Denn der 10-Jährige ist ganz offensichtlich ein Zappel-Philipp. Was hast du denn angestellt? Die Hand getackert. Die Hand getackert, das tut ein bisschen weh, ne? Ich tupfe das mal so ein bisschen ab. Warum hast du denn das gemacht? Weil langweilig. War langweilig, ne? Klinikalltag ist nicht ganz so spannend.
Okay, ich denke mal, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Trotzdem müssen wir uns dann einmal kurz versorgen mit einem Pflaster, das sterilisieren. Leon, ist ja häufiger mal langweilig? Ja. Ja. Oh, das war mein Schienbein. Dankeschön. Sagen Sie mal, der Leon, ist er immer so oft Zack? Wollte ich gerade sagen, ja, er hat auch ADS, also... Ach so, das ist bekannt. Ja, ja, auf jeden Fall. Der ist immer ein bisschen hücklig, aber er bekommt auch Tabletten und dann geht's eigentlich. Ach, medikamentös ist er schon eingestellt, ja, also schon präpubertär festgestellt worden. Nicht jedes Kind, was etwas quirliger und aufgeweckter ist, hat gleich ADHS. So eine Krankheit muss genauestens diagnostiziert werden. Gibt es Auffälligkeiten wie häufige Verletzungen oder ein Hang zu großem Risiko bei kleinen Kindern, dann kann man das behutsam mal mit dem Pädiater oder dem Hausarzt besprechen. Dann wird sich das über einen längeren Zeitraum angeschaut. Und wenn dann die Diagnose festgestellt wird, dann hat man da was in der Hand und kann das therapieren. Solche Erkrankungen können sich aber auch intrapubertär verwachsen wieder. Und wenn die Kinder aus der Pubertät rauskommen, hat man diese Phänomene nicht mehr. Festzuhalten bleibt aber, nicht jedes Kind, was etwas aufgeweckter ist, hat gleich ADHS. So. Okay, wunderbar. Leon, sag mal, wie läuft das normalerweise? Wenn ihr nicht in den Finger tackerst oder den Arzt ans Schienbein tritt, funktioniert das sonst mit den Tabletten? Ja, also meine Mutter gibt mir die immer beim Mittagessen. Okay. Hast du die überhaupt heute dabei? Nein, oder? Mama hat die immer in der Handtasche dabei. Kann mal gucken vielleicht. Das ist die Handtasche von der Mutter, oder? Genau, okay. Ich hab die eben mitgenommen. Hier, okay. Das sind die. Ach, das ist ein Präparat, genau. Okay. Haben Sie vielleicht den Beipackzettel dabei? Dann könnte ich mal reinschauen. Ich kann, nee, ab. Okay, ja, normalerweise eigentlich wären da jetzt mehr drin. Als ich mir das Präparat bzw. den Wirkstoff der Tabletten anschauen wollte, die der Leon täglich einnehmen muss, ja, da war nicht nur ich stutzig, sondern besonders auch die ältere Tochter, Pia Weber. Die konnte sich nämlich überhaupt nicht erklären, wieso so viele Tabletten fehlte. Sie hatte nämlich selber die Tabletten noch abgeholt Anfang der Woche und theoretisch müssten noch 12 da sein. Im Blister war aber noch eine Tablette. Okay. Hast du immer nur eine genommen? Mama hat mir immer nur eine gegeben. Okay, das machst du auch nicht selber, da gehst du nicht selber ran, sondern die Mama gibt dir die ja, immer. Ja, ne? Sie ist dafür zuständig. Und dann Ich würde sagen, wir machen das so. Die Verletzung ist jetzt ja nicht so schlimm. Wir warten jetzt noch ganz kurz ab, Leon, bis der erste Schock ein bisschen vorbei ist. Du wartest ganz kurz vorne im Foyer mit deiner Schwester. Was es mit den fehlenden Tabletten auf sich hat, wird den Arzt später noch beschäftigen. Der Arm von Mama Karen wurde inzwischen geröntgt und gibt Frederik Seehauser keinen Anlass zur Sorge. Dennoch ist die Patientin extrem gestresst. Sie ist frisch getrennt und muss allein für den Unterhalt sorgen. Frau Weber, Sie haben es ja schon selber gemerkt, am Ellbogen, weiß nicht, ob die Kollegen was gesagt haben, ist soweit erstmal nichts. Also, gebrochen ist nichts, ist schon mal gut. Mit der Gehirnerschütterung, ja, die Sie ja nachweislich durch die Symptome haben, beziehungsweise dieses Schädel-Hirntrauma ersten Grades, ja, da kommen wir nicht drum herum. Da müssen Sie bei uns bleiben. Und das mindestens, ja. Kann man auch ins Zimmer kommen? Nee. Also, ich muss losgehen. Ich brauche meine Arbeit. Aufgrund der Gehirnerschütterung bzw. Schädel-Hirntraumas sollte sie mindestens 24 bis 48 Stunden bei uns bleiben. Ja, damit konnte sich Frau überhaupt nicht anfreunden. Was jedoch dann passierte, sollte ihre Meinung schnell ändern. Denn der Zustand der zweifachen Mama ist wirklich kritisch. Für Frederik Seehauser ist der Grund dafür zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Rätsel. Er hat aber so langsam den Verdacht, dass die Patientin etwas vor ihm verbirgt. Und er soll Recht behalten. Frau Weber, ja. Ich denke, es war der beste Beweis, oder? Ja, ich glaube, Sie muss haben recht. Muss draußen nicht nochmal passieren. Nee. Nee? Ich dachte, ich kann schon wieder arbeiten. Spätestens jetzt war auch Frau Weber klar, dass das zu nichts führt. Sie muss bei uns für mindestens 24 Stunden bleiben zur weiteren Beobachtung. Und ich denke, dass das letzte Warnsignal war für sie, dass sie es jetzt auch verstanden hat, um was es geht. Also ich würde in diesem Fall auch noch mal eine zusätzliche Bestrahlung wagen. Frau Weber, bitte noch mal anmelden, dann auch zum CCT. Okay. Danach gibt es noch ein kardiologisches Konsil von einem Kollegen von mir. Der muss nämlich drüber gucken, ob das nicht eine Unterversorgung ist vom Herzen. Ich denke mal, den Putzmittelverdacht von vorhin, den können wir auch damit ausschließen, weil da jetzt geputzt haben sie zwischendurch jetzt hier nicht. Eine Stunde später liegen Frederik Seehauser die Untersuchungsergebnisse der Patientin vor. Sein detektivischer Spürsinn bringt den Arzt auf einen Verdacht. Frau Weber, ja. Der Leon, der nimmt ja Tabletten gegen sein diagnostiziertes ADHS, ne? Ja.
Mhm. Und der Pia ist dann aufgefallen, dass aus dem Tablettenblister eine ganze Menge an Tabletten gefehlt haben. Man muss kein Hellseher sein, um hier eins und eins zusammenzählen zu können. Es fehlen aus einem Medikament, was zur Behandlung und zur Fokussierung von ADHS-Patienten dient, mehr Tabletten, als eigentlich noch vorhanden sein sollten. Und wir haben eine Patientin, die unter einer Mangelerscheinung klagt, beziehungsweise sehr gestresst wirkt und eine hohe Belastung hat in der letzten Zeit. Nun hat sie zwei Stresssynkopen erlitten. Für mich war hier eines klar, das wollte ich aber nicht über einen toxikologischen Test beweisen, sondern wollte es direkt von Frau Weber hören. Wenn ich jetzt ein toxikologisches Gutachten machen würde, was meinen Sie, was da rauskommt? Ja, ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Na, kommen Sie. Ja, ich habe die Tabletten genommen, weil ich dachte, ich bin dann leistungsfähiger und bin dann halt, ich habe es einfach nicht mehr geschafft und habe ich gedacht, die Tabletten helfen mir und dann habe ich halt heute wirklich ein paar mehr genommen. Medikamente oder Wirkstoffe wie zum Beispiel Methylphenidat, die ADHS-Patienten verabreicht werden oder die sie einnehmen müssen, sind genauestens dosiert und auch die Krankheit, warum sie nehmen müssen, ist auch diagnostiziert. ADHS-Patienten haben große Probleme, sich langfristig auf eine Sache zu konzentrieren bzw. sich zu fokussieren. Nehme ich dann diese Tabletten ein in einer willkürlichen Dosis, ohne dass ich an einer solchen Erkrankung erkrankt bin, dann kann das im ersten Moment natürlich aufputschen wirken. Jedoch füge ich dem Körper dann langfristig einen Schaden zu. Das soll auch nie wieder passieren. Ja. Das mache ich auch nie wieder. Ich dachte mir nur in dem Moment halt zu helfen und leistungsstärker zu sein, weil alles an mir hängt. Und wenn ich versage und das alles nicht schaffe, dann leidet meine Familie und wir müssen das Haus verkaufen. Das ist ja so. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Es besteht bei uns die Möglichkeit, über den Sozialdienst, auch über eine ärztliche Versorgung, sich Hilfe zukommen zu lassen. Ich würde sagen, dass ich einfach danach, wenn Sie es alles verstanden haben und ich Ihnen das erklärt habe, die Schwester selber einmal das mit Ihnen durchgeht. Karen lässt sich beraten und beantragt den Pflegegrad 1 für Leon. Dadurch kann sie sich eine regelmäßige Betreuung für ihren Sohn leisten und ihrem Job weiter nachgehen. Die Tabletten gegen ADHS nimmt sie nicht mehr ein.